Ihr liebe Leute, macht auf das Tor. Drei Königsboten stehen davor. Könnt ihr? Seht ihr unseren Stern dort stehen? Helles Licht in dunkler Nacht. Hoffnung auf ein neues Leben hat er in dir. Endlich ist es soweit für die Sternsinger in Dietikon. Mit viel Enthusiasmus und auswendig gelernten Sprüchen machen sich die drei Könige und die Sternträgerin auf den Weg. Kat.ch hat die Sternsinger auf ihrer Tour begleitet. Um was geht es Ihnen beim Sternsingen? Eine Tradition aufrechtzuerhalten oder möglichst viel Spenden zu sammeln? Es ist sicher beides, weil das Sternsingen hier eine lange Tradition hat in Dietikon, 25 Jahre, und auch das Sammeln von Spenden. Das heißt, Kinder helfen Kindern und das machen die ganz intensiv und mit viel Eifer. Für wen sind die Spendegelder bestimmt? In Dietikon sammeln wir seit 25 Jahren für ein Projekt von Pater Reginald für Straßenkinder in Sao Paulo. Und das Zweite ist, dass wir für Missio sammeln jeweils, was an Projekten pro Jahr aktuell ist. In diesem Jahr für die Flüchtlingskinder in Malawi. Und wie viel kommt da so zusammen am Schluss? Also insgesamt sind es immer etwa 8000 Franken, die wir mit so einer Aktion sammeln. Ich bin der König Balthasar, bin daheim, bin unterwegs, jetzt fast ein Jahr. Bin daheim am fernen Meer, der Weg ist mühsam und schwer. Gott segne euch und euer Haus und all, die gehen ein und aus. Die Liebe ist gross und Jesus mag euch führen. Das schreiben wir als Zeichen heute an eure Türen. Christus segnet euer Haus. Leonie, wie war es heute für dich zum Singen? Es war lässig und mir gefällt das Sternsingen auch sehr. Warum gefällt es dir so gut? Weil ich finde es schön, wenn wir Geld sammeln für arme Kinder von einem anderen Land, wo es nicht so gut geht wie uns. Ich finde es auch noch spannend, in eine andere Wohnung hineinzuschauen und zu schauen, wie andere Leute leben. Es war eigentlich lustig. Wir haben auch Geschenke bekommen. Es war eigentlich super. Zwischendurch habe ich schon etwas mal vergessen, weil ich immer, wenn ich nervös bin, dann schlägt mir der Text aus dem Kopf raus. Was hat Ihnen am heutigen Abend besonders gefallen? Generell gefällt mir immer die Aufgeschlossenheit derjenigen, die uns die Türen öffnen. Heute hat mir gefallen, dass so viele Kinder auch im Stadthaus waren, dem Gemeindepräsidenten den Segen gebracht haben und dass die Kinder alle ihre Texte so gut können auch und dann auch mit dabei sind, voll im Eifer. Nikolas ist mit 6 Jahren der Jüngste und findet das Sternsingen mega wichtig. Weil die armen Kinder so wieder ein bisschen Geld haben und wieder besser leben können und auch wieder ein bisschen mehr besser leben können. Strengst du dich mal so fest ab beim Singen? Nicht immer, aber auch nix.